Im Tübinger Freibad kamen zahlreiche Schwimmer zusammen, um für den Mai-Generalbau-Triathlon, den sportlichen Dreikampf aus Schwimmen, Radfahren und Laufen, zu trainieren. Bis zum 5. August sollten die Sportler richtig fit sein, denn da müssen sie sich beim 4. Mai-Generalbau-Triathlon beweisen. Wer für so ein Ereignis trainiert, der braucht professionelle Trainer. Deshalb leiteten die Frauen des Mai-Post-SV Tübingen die Sportler an. Die sind aktuell in die erste Triathlon-Bundesliga aufgestiegen und werden beim Mai-Generalbau-Triathlon gegen die besten Triathleten Deutschlands antreten.